ass and turn up the ow. Hallo liebe MMA ohne Maske Soldaten und herzlich willkommen bei nächste Folge Podcast hier auf YouTube. Mein Name ist Jakob und auf anderer Seite sitzt Abeku Aful. Abeku, wie geht's dir? Hi Leute, grüßt euch. Oh, mir geht's ganz okay. Ich kämpfe gerade ein bisschen noch mit meinem Weightcut für Samstag. Und ja, das ist halt ein bisschen, man ist so ein bisschen benebelt, so bedroppelt, so ein bisschen kommt man sich vor. Wir sprechen gleich darüber, denn am Samstag steht was ganz Großes vor. Mhm. An erster Stelle würde ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du 3-4 Tage vor deinem Kampf noch Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Für dich doch immer gerne. Ich war, glaube ich, einer deiner ersten Leute, deswegen, ja, Mann. Ich supporte dich immer. Du bist auch bodenständig und trotzdem cool, deswegen dich muss man einfach lieben. Vielen Dank, Abeku. Ich kann das nur zurückgeben. Ich habe das schon mehrmals erwähnt. Du bist einer von meinen, sag ich mal, Pound for Pound, diese All Times Top 5. Ne? Da sind so Leute wie Martin Zawada ganz oben, so Pioniere. Dann gibt es Daniel Weichel. Dann gibt es für mich auf jeden Fall auch Abeku Aful und noch ein paar weitere. Also ich sage mal, du ja, natürlich. Bist die haben die, ich sag mal so, die haben die Weichen gelegt, obwohl man vielleicht sogar fast sogar mit denen zusammen gekämpft hat irgendwann mal. Mhm. Nur halt, die hatten halt besseres, wie soll ich sagen, die hatten ihre Wege schon. Die hatten Trainer, die hatten Leute, die hatten, bei uns gab es das alles nicht. So, da gab es kein BJJ damals, es gab kein, also es kam jetzt als allererste Zeit, so seit 10 Jahren kommt der Trend. Und als ich das angefangen habe, da musstest du irgendwie ein bisschen Kickboxen machen und ein bisschen ringen vielleicht und dann musstest du irgendwie in den Käfig gehen oder irgendwas. Oder dir bei YouTube irgendwelche exotischen Sachen angucken, die sich BJJ genannt hatten. Geile Sache. Aber wenn du das schon mal ansprichst, kannst du uns mal bitte verraten, wie waren deine Anfänge? Wie kamst du eigentlich zu Kampfsport? Also zu dem MMA-Kampfsport, hatte ich glaube ich aber schon mal gesagt, komme ich eigentlich durchs Catchen. Ich war damals, als ich jung war, ein relativ großer WWE-Fan. Ich fand das also, war mir klar, dass es irgendwie Show ist, aber irgendwie der körperliche Aspekt dahinter, diesen anderen Mann zu liften, zu schmeißen, zu slammen und hier und da, die ganze Show, das ganze Drumherum, fand ich einfach sehr, sehr cool. Ich war eigentlich, wie gesagt, sonst nie mal ein Kampfsportler. Ich fand Kampfsport scheiße. Fand diesen Sport aber super. Und dann habe ich gedacht so, ey, ja, aber Boxen kannst du mal versuchen. Habe ich auf die Nase bekommen, war nicht mein Ding. Thai-Boxen, genau das Gleiche, war überhaupt nicht mein Ding. Dann bin ich mal eine Woche zum Taekwondo gegangen. Da habe ich gedacht, ey, was soll ich da mal machen? Die laufen alle nur mit so komischen Karatehosen durch die Gegend und machen Ho-Tü-Se-Che. Das war's. Ichi ni san chi go roku shi chi hachi kyu ju. Zack. Genau, so nach dem Motto. Und dann, ich habe auch Karate gemacht, tatsächlich. Ja, es ist halt so, wahrscheinlich sogar auch ganz cool, wenn man nichts hat. Aber ich würde mich jetzt mit als Karate-Basis nicht in einen MMA-Käfig irgendwie reintrauen. Kann man mal machen, gab es damals wahrscheinlich auch ein paar, aber dann kam dann irgendeiner, der hat dich von dem Bein geholt, dann hast du so große Augen gemacht und dann gab es in die Fresse. Es gibt so verschiedene Videos, weißt du, so wenn MMA-Kämpfer auf ein Aikido-Dingsbums da trifft, dann kriegt er eine Backpfeife und dann ist der Kampf. Ja, das ist ja bei uns damals so gewesen. Bei uns war es ja, bei uns war das Coole noch, bei uns zur Zeit war Style gegen Style. Also ich, mein erster Gegner kam aus dem Wing Chun Kung Fu. Der war Dortmunder Meister in Wing Chun Kung Fu und wollte dann gucken, wie weit er kommt. Und hat es dann im MMA angewandt. Hat im ersten Kampf meinen kleinen Cousin. Er hat im ersten Kampf meinen kleinen Cousin geschreddert damals, Ahmed. Ah. Den hat er sofort gehauen. Dann hat er in der zweiten Runde oder so, glaube ich, gefinisht. Und das war aber mein kleiner Cousin, der war damals noch minderjährig, der war 16. Und die durften nicht zum Kopf hauen damals. Hm. Also er hat halt immer mit Sparring zum Kopf trainiert. Und das war ein bisschen eine Umstellung, dieses am Boden nicht zum Kopf zu schlagen für ihn. Aber, weiß ich nicht, eigentlich war der viel stärker als ich. Also ich war, glaube ich, schon 20, der war 16 oder so, der war viel, viel stärker als ich. Aber das war dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich kann den Typen schlagen, diesen Wing Chun-Typen. So ein paar Bretter oben reinhauen, dann Takedown und am Boden einfach kaputt schlagen. Irgendwie kriege ich das hin. So habe ich es dann auch gemacht, 3 Monate später. Also ich habe nicht lange MMA trainiert. Ich habe, glaube ich, nur 5 Monate trainiert oder 4 Monate, da habe ich meinen ersten Kampf gemacht.
Und ja, dann ist es halt leider stagniert, weil ich, wie gesagt, es gab kein richtiges, wirkliches Team, wo jemand da war und gesagt hat, ey, du kämpfst dann da und dann, dann da und dann da. Da gab es nur Outsider Cup, entweder du kämpfst beim Outsider Cup, dann gab es in der Slowakei irgendwie so Veranstaltungen, wo du hinfahren konntest, die wurden aber zum Teil auch nicht mal eingetragen bei Sherdog. Also das ist ja sowieso noch später ein Problem gewesen. Die Kämpfe, die man damals gemacht hat, irgendwie, dass die Akzeptanz kriegen. Also bei Sherdog habe ich, glaube ich, fünf oder vier Kämpfe nicht drin, die bei Tapology mit drin sind. Und ich könnte sogar noch bei Tapology, glaube ich, sogar noch drei Kämpfe dazu reinkriegen, die auch nie gelistet worden sind, die in der Slowakei waren oder Slowenien, wo man auch gegen jemanden gekämpft hat. Der Ringer war mit Schuhen, weißt du, der hat dann einen Takedown gemacht, hatte ich eine Runde auf jeden Fall konturiert. Und in der letzten Runde hast du einfach eine Guillotine gemacht und der wusste nicht, wie der rauskommt und das war's dann. Dann hast du den Kampf so gewonnen. Aber es wurde halt nie als offizieller Profikampf akzeptiert oder angenommen halt. Ja, verstehe ich. Wie erinnerst du dich auf diesen Zeitpunkt, wo dich MMA komplett gecatcht hat? Was war der Punkt? Kannst du dich darauf erinnern? Wo mich das gecatcht hat, das war UFC 1, habe ich mir halt angeguckt, wo die alle gegeneinander gekämpft haben, ohne Handschuhe, ohne alles drum und dran. Das war schon sehr beeindruckend. Wo ich aber so gesagt habe, ich muss das machen, war so die Zeit von Igor Wojtchenschyn, Rampage Jackson, Fedor Emelianenkov. Da habe ich diese Kämpfe geguckt, das war damals noch Pride FC, welche Regeln ich auch immer noch besser finde als die UFC-Regeln, auch die ONE-FC-Regeln, mit diesen Knien am Boden. Das macht das Ganze dynamischer und nicht so. Also so, die Regeln, ja, die UFC-Regeln sind ja für die Amerikaner gemacht worden. So wahrscheinlich leben die Russen damit auch ganz gerne, weil die ringen auch ziemlich gerne. Also Amerikaner und Russen. Aber so die Asiaten haben nie gerne gerungen, deswegen wollte man das, man wollte nicht viel festhalten, deswegen einfach Knie am Boden, so konntest du halt keine Position lang festhalten und das war's. Und durch dieses Ringlastige hat man halt Ellbogen mit reingenommen, einfach irgendwie runterhauen und am Ellbogen zerschreddern. Das war halt der amerikanische Style später. Aber wie gesagt, meine ersten Helden, die ich so richtig, richtig gefeiert habe, Rampage Jackson, ja, das war so. Also, du hast jetzt gerade gesagt, seit UFC 1 bist du eigentlich dabei. Also quasi eigentlich, sagen wir mal, seit der Sport so ziemlich populär ist. Ja. Was gibt es bei dem Sport, was dich so meistens abfuckt? Und was gibt es bei dem Sport, worüber du dich meistens freust? Also bei dem Sport freue ich mich immer wieder über ja, so kleine Highlights, wo alle denken, ey, das wird jetzt eine Einbahnstraße für zum Beispiel Hamzat Chimaev gegen Usman. Und der Usman sich da gerade gemacht hat, so auch mit kaputten Knien, mit weniger Gewicht und keine Vorbereitung und dann trotzdem drei Runden kämpft. Und ich sage immer noch, hätten die fünf Runden gekämpft, hätte Usman gewonnen. Weißt du, Das und habe ich es auch gibt dann halt, gesagt. gibt immer so Kämpfe, die mir dann angucke, wo man eigentlich sagt, okay, nach dem MMA 1x1 müsste es so laufen, aber dann läuft es ganz anders. Chiat Akipa jetzt bei Octagon, hätte ich auch nicht gedacht, so, dass der das Ding verliert. Dennis Ilbay genauso. Da habe ich auch gedacht, der holt das Ding nach Hause. Und ja, manchmal sind dann halt solche Kämpfe, wo du dann halt den Unterschied zum Boxen siehst, dass es Kämpfe sind. Ja, definitiv. Dass es Kämpfe sind auf Augenhöhe und es einen Sieger geben kann und der nicht immer von Anfang an feststeht. Es ist tagesformabhängig, es ist alles spielt eine Rolle, alle Faktoren spielen eine Rolle. Beim Boxen ist es meistens so, dass man weiß von Anfang an, wer gewinnt, weil man denkt auf Papier, der eine ist besser als der andere. Und selbst wenn der andere es schaffen sollte, den anderen zu überraschen, drehen die es so, dass selbst der Favorit wieder gewonnen hat. Deswegen lasse ich das Boxen komplett weg. MMA ist der einzig wahre Kampfsport, finde ich, der Yes. ja, in den Und Mainstream rein sollte. was fuckt dich meistens ab? Was mich meistens abfuckt, Scheißpaarung. Also ich bin, wie manche auch wissen, ich mache auch IHC mit der Amateurveranstaltung und ich versuche halt die Jungs gut zu matchen. Da kommt einer, der hat 7 zu 0 und will einen haben, der 1 zu 4 hat. Da habe ich gesagt, wozu willst du diesen Gegner haben? Weißt du? Das bringt dir nichts.
Und das ist das Ding. Ich finde, man muss Matches auf Augenhöhe haben und wenn man jetzt versucht, irgendwie Rekorde sich zu erschleichen und ja, ein Opfer oder ein Busfahrer nach dem anderen zu kämpfen, dann sollte man auch wissen, man sollte sich selbst so Gedanken machen, wo man am Ende stehen möchte, weil der Weg soll es ja nicht sein, einmal nur in die UFC zu kommen oder auf eine große Bühne zu kommen und nach dem ersten Kampf so verprügelt zu werden, dass alle sagen, oh, wie ist der denn überhaupt hierher gekommen? Also entweder du verdienst dich das, da auf den großen Bühnen zu kämpfen, oder du bist es einfach nicht. Und wie gesagt, es gibt momentan so viele gepushte Sachen, wo ich immer wieder sage, warum jetzt dieser Kampf? Haben wir uns ja auch schon ein paar Mal so unterhalten. Manchmal mache ich das auch falsch. Manchmal kacke ich auch leider einen von Kahn damit, wenn ich da mal poste oder kommentiere und sage, Digi, der Kampf ist einfach Schrott. Ja, aber dafür bin ich halt zu lange dabei. Ich bin, glaube ich, irgendwann kommt man auch in so in dieses Metier, dass man sagt, ich darf mir das erlauben. Ich darf sagen, das ist scheiße, was ihr jetzt gerade macht. Und wenn andere das sagen, dann sollten die lieber, ja, ein bisschen ruhiger bleiben. Aber wenn man schon lange genug dabei ist, kann man ab und zu auch sagen, scheiße, scheiße ist. Ja, und das mache ich halt ganz gern. Und das fuckt mich am meisten ab. Was mich auch ein bisschen abfuckt, wenn ich schon mal sagen darf, weil du hast gerade mal was gesagt. Ich glaube, die deutsche MMA-Szene ist nicht unbedingt bereit für die Kritik, oder? Ja, also das ist auch so ein Problem, dass wenn man zu irgendjemandem sagt, ey, das war nix, dass die sich immer gleich so angegriffen fühlen. Natürlich, also wenn irgendeiner zu mir sagt, ey, das war letzte Woche nix mit eurem Kampf, dann sage ich, ja, ich versuche es nächstes Mal besser zu machen oder vielleicht liegt es auch irgendwann dran, aber einfach so zu sagen, ich nehme Kritik nicht an, ich bin nicht kritikfähig und ich mache jetzt so und so und so und ich bin eh der Babbo. Ja. Ist alles Quatsch. Wir sind einfach noch ganz weit unten in Deutschland. Das sehe ich immer wieder, wenn wir halt in den großen internationalen Ligen vertreten sind. An sich sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Also wenn man jetzt guckt, wie man sich bei Octagon schlägt, in jetzt nicht UFC-Niveau, sondern quasi ein über der, ich sag mal so, die zweite Bundesliga, weil das alles andere ist ja sowieso dritte, vierte Bundesliga, Ryloft, GMC, bla bla bla. Gehen wir jetzt auf Octagon und höher, dann fängt es langsam an, so zweite Bundesliga zu werden. Bellator und Co. vielleicht, aber UFC, sagen wir mal, ist jetzt die Champions League. Und da reicht es meistens immer noch nicht für die meisten Leute. Weil, wie gesagt, da musst du Vollblutkämpfer sein. Und ja, aber es ist, wie gesagt, viel besser geworden. Und wenn man sich anguckt, wo die deutschen Jungs jetzt stehen und wie die sich machen, wird es, wie gesagt, größte Beispiel kann ich immer noch ein Octagon nehmen, weil die es halt gut machen und jetzt die Shows auch in Deutschland groß machen, aber den Jungs auch keine Pfeifen hinstellen. So, jetzt kämpft einer meiner Lieblinge, der Berliner, kämpft gegen eigentlich meinen Lieblings-Champion nächstes Mal bei Octagon. Ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen gerade so durchspült vom Gewicht machen. Also mein Name ist Meinst du jetzt Nico Samsonite Samsonice, genau, gegen Keita? gegen Cater. Ey, Bombenkampf. Ich wünsche, dass den Samsonite das Ding gewinnt. Hammer, Hammerding, ja. Obwohl ich Cater-Fan bin. Aber ja, geiles Ding. Aber wie gesagt, unsere deutschen Jungs werden immer stärker. Werden immer stärker und Ich habe oft das Gefühl, dass die gute Jungs oder starke Jungs sind immer noch unter der Radar. Weißt du, so, es sind manchmal nicht die Jungs, worüber man unbedingt spricht, weil wir wussten schon immer, Nico Samsonice ist ein talentierter Kerl, er kann was, er ist intelligent, er ist vielseitiger Kämpfer. Aber irgendwie, weißt du, was ich meine, so bei Ja, das ist Octagon, halt, ich das ist bin. halt, das, ja, aber das ist halt, und da werde ich das nicht mehr ändern, du auch nicht mehr und kein anderer auch. Da sind wir die alte Generation. Es geht halt alles um Klicks heutzutage, um Das wollte ich irgendwie sagen. Social Media, Social Media, Social Media. Wie gesagt. Und das ist das halt, ne? Wenn du halt 100.000 Follower hast, dann bist du mehr wert als jemand, der 10.000 Follower hat oder weniger. Egal, wie dein Standing ist. Jeder Veranstalter nimmt dich mit offenen Händen und sagt, oh ja, alles klar, und ich suche dir noch einen, ja, wir machen das schon, Hauptsache du kommst und verkaufst Tickets. Und ja, aber ich glaube, das ist überall so. Jetzt, gut, wenn man jetzt in der UFC sich einen Strickland als Champ anguckt, der ist wahrscheinlich jetzt nicht so der Social-Media-Typ.
Ja. Aber generell ist es oft so, dass diese ganze Social-Media-Scheiße zu sehr gehypt wird und auch diese Kämpfe kaputt macht, so diese TikTok-Kämpfe und sowas. Also will kein Ja. richtiger Profi sehen, Das ist schon. will kein leidenschaftlicher Profikämpfer sehen. Das gucken sich solche Jungs an, die eh für UFC nicht bezahlen, sag ich mal so. Die gucken diese Kämpfe eh irgendwie auf irgendwelchen gecrackten Seiten oder irgendwas und dann gucken sich noch ihre TikToker-Jungs an. Und ja, aber das sind Fans, weißt du, die folgen dir auf Facebook oder Instagram zum Teil. Aber die kaufen nicht die Tickets für dich und die kaufen auch nicht deine Pay-Per-Views, weißt du? Und das ist halt das Ding, ob du diese Fans überhaupt haben, ob du die brauchst. Natürlich gibt es auch Leute, die kommen mit dir und durchs Feuer durch und die sind natürlich die richtigen Hardcore-Fans, das sind auch die geilen Jungs. Wie gesagt, ich finde es auch cool, wenn Leute supporten. Das machen die auch zu wenig Definitiv. in Deutschland. Also diese richtigen Supporter haben wir zu wenig. Und es wird halt noch immer auf viele falsche Leute geguckt, weil man sich so oder so in irgendeiner gewissen Form anders ins Licht drücken kann durch sein Social Media. Zum Beispiel so Max Holzer, absolut unterm Radar. Absolut unterm Radar, weil er halt nicht so viel Huhu und Tralala macht. Ne? Aber wer kann ihn denn schlagen in Deutschland in der Gewichtsklasse? Schwierig, ja, tatsächlich. Max Koga? 61 Gut, ist Kilogramm das. ist der Holzer, oder? Ist Max Kruger 66, ne? Ja. Ja, gut, siehst du, 61. ja, ich glaube, aber 61 finde ich ein bisschen doll bei dem. Der war letztes Mal, sah der auch schon ein bisschen heavier aus als sonst. Ja, aber ich glaube, der hat Aber da auch ein nichtsdestotrotz, bisschen. der Junge, der ist mir aufgefallen, das weiß ich noch, da war ich irgendwo beim GMC Grappling. Also, da habe ich den gesehen mit seinem Bruder, glaube ich, hat einen kleinen Bruder, da saß er mit seinem Doch, doch. Bruder und die haben dann da gegrappelt und trainiert und gemacht und mich nett angeguckt und mit seinen süßen Augen und so. Ich habe nur gedacht, so, ey, er. Und da hat er mir Keine schon, ich habe Chance. in diesen Augen habe ich einfach gesehen, der Junge hat einfach absolute Dedication. Der will diesen Sport machen und durchziehen und will irgendwo mal auf großer Bühne stehen und da kämpfen. Und das habe ich immer gesagt zu allen meinen Schülern sogar, ey, wenn ihr den Blick von Max Holzer seht, dann seht ihr Dedication, dann seht ihr, was Aufopferung ist für diesen Sport. Und ja, das sind die Jungs, die eigentlich, solche Jungs müssen gesupportet werden. Dann gibt es so ein paar, ich will jetzt ja auch keine Namen schlecht machen oder irgendwas, aber da gibt es halt unsere ganzen Superstars, die zigtausende von Fans haben, immer sagen, sie wollen super Leute kämpfen, aber dann irgendwelche Leute kämpfen, Wo keiner kennt. die gar keiner kennt oder uninteressant sind irgendwie für die. Ja, und das ist halt ein bisschen schade. Die Ja, sehen es halt definitiv. natürlich aus ihrem Management oder keine Ahnung, wer denen das empfohlen hat. Aber ich bin da immer noch so, man muss sich gerade machen. Man muss sich einfach da durch. Genauso mache ich es bei meinen Jungs, wenn ich jetzt irgendwie damals den IHC-Champion, jetzt in meiner Gewichtsklasse damals 70 Kilo, der ist jetzt aber einen hochgegangen, Iman Agaev, den habe ich stetig immer versucht, immer bessere Gegner zu geben, weil was bringt mir das, wenn ich den als Amateur schon Leute kämpfen lasse, wo ich weiß, dass er einfach gewinnt. Weißt du, man muss Wie heißt der Junge? Imam Namensvetter. Agaev. War er nicht jetzt bei The Cage? Der war nicht bei The Cage, nein. Nee, okay. Der Imam Agaev, der soll noch ein, zwei Amateurkämpfe machen und dann soll der irgendwann auch ins Profilager reinkommen. Also der wird 2024 einer sein, von dem man auch noch hört. Sehr geil. Kannst du dich jetzt schon mal drauf festmachen, den Namen wirst du öfter auch mal sagen. Also spektakulär, wie der kämpft, die Art, wie der kämpft, wird schon spannend sein für die meisten. Sehr, sehr hohes ringerisches Potenzial, Striking auch sehr gut. Also ich habe so einige Jungs, die jetzt 2024 ihr Pro-Debüt geben werden, Da bin mit ich denen ich sehr jetzt gespannt. viel als Amateur gearbeitet habe und die jetzt Profi werden. Ja. Ja, definitiv. Du machst da auf jeden Fall sehr tolle Arbeit in Hamburg. Auch sowohl dein Gym als auch Promoter von Veranstaltung. Aber du bist am Samstag auf jeden Fall ein Kämpfer. Du kämpfst ja in Profikäfig bei Wheel of MMA in deiner Heimat in Hamburg. Ja. Sag mal, wie war die Vorbereitung jetzt? Das ist ein Titelkampf, Weltergewicht, dein Gegner Makin. Wie lief die Vorbereitung bei dir, Abeko? Also, wie soll ich das sagen? Verletzungsfrei. Verletzungsfrei, sagen wir es mal so. Das ist das Wichtigste. Ich habe ja leider nach dem Kampf mit Carsten mir mein Kreuzband abgerissen. So, und eigentlich wäre ich noch nicht im bin ich noch nicht in der Zeit, dass es
so eine Freigabe kriege, aber so in meinem Alter schaffen wir das schon irgendwie. Deswegen war die Vorbereitung jetzt nicht optimal. Wir haben sehr ziemlich spät das Ringen angefangen und das BJJ-Kämpfen, weil es halt nicht ging mit kaputten Kreuzband. So gut im Stand ging halt relativ früh und kräftig. Kraft konnte man auch sehr viel machen. Aber wie gesagt, das größte Problem war einfach Bodenkampf und Ring, was natürlich mein Gegner, er liebt halt das Ring. Aber die Leute unterschätzen mich immer. Ich bin eigentlich auch, also ich liebe das Ring nicht, aber wenn es hart auf hart kommt, ringe ich auch ganz gerne im Kampf. Deswegen dann Let's Wrestle, wenn es so sein sollte. Aber ich hoffe, dass wir uns im Verstand ein bisschen hauen, dann wird er wahrscheinlich. Also eigentlich ist es, na, Sie sagen es mal so. Ich mache jetzt ja keine großen Dings drum. Wir werden uns im Stand ein bisschen hauen, dann wird er versuchen, Calfkick zu machen, danach wird er versuchen zu shooten, irgendwie auf meinem Bein, irgendwie Takedowns zu machen. So wird der ganze Kampf laufen. Wahrscheinlich wird es in der zweiten Runde dann nicht mehr reichen und so Dann. sollte der Kampf beendet sein für mich. Also ich gehe Ja. davon aus, dass ich in der zweiten Runde per TKO gewinne. Ah, die Übernahme kommt ja in zweiter Runde dann quasi. Gehe ich von aus. Also eigentlich, wie gesagt, es hört sich immer so ein bisschen überheblich an, aber wenn man viel gemacht hat, sage ich immer so, wenn man wirklich an sich glaubt und viel gemacht hat, dann sollte man die Sachen auch aussprechen, die man glaubt. Und ich Ja. glaube, dass ich entweder in der ersten Runde, in den ersten 4 Minuten siege oder in der zweiten Runde. Geil. Geil, geil. Was bedeutet es für dich, in Hamburg zu kämpfen? Das ist natürlich, was heißt in Hamburg zu kämpfen? Es ist die Barclaycard Arena. Es ist für mich jetzt in Hamburg kämpfen, das kannst du auch in einer kleinen Spielunke hier, wo 250 Leute reinkommen. Aber einfach, ich habe mich in diese Barclaycard Arena verliebt. Ich liebe diese Arena einfach. Es ist einfach riesig, es ist riesig, es ist wunderschön. Und unter den Leuten, also da kommt diese Atmosphäre. Und deswegen, das haben ja auch die Leute, die jetzt bei Oktogon gekämpft haben, gesagt, es geht auch als Kämpfer. Lebst du auch ein bisschen von dieser Atmosphäre von dem Publikum. Und umso mehr Menschen da sind, deinen Namen schreien, diese Energie, das ist einfach nochmal was anderes, als wenn du, wie gesagt, bei mir im Gym kämpfst, auf meiner eigenen IHC-Veranstaltung. Ist halt auch ein andere, da sind die Leute am Käfig, weil du hast keine Absperrdinger, da grölen sie rein, aber da ist es halt, du spürst die Energie von den Leuten, die mit dir sind und es ist einfach was anderes. Und es gibt dir halt so ein bisschen dieses Feeling, was wäre, wenn, was wäre, wenn. Weißt du, so wäre ich jetzt in der UFC, wie viele Menschen wären denn da gewesen, wie hätte sich das da angefühlt? Und wie gesagt, die Barclaycard Arena oder auch, also wo ich auch gerne gekämpft hätte, wäre in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena, die ist auch Bombe. Aber für mich gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder Hamburg oder Berlin. Du hast dich für So. Hamburg entschieden. Na, Geile natürlich Sache auf jeden Fall. als Hamburger entscheidet man sich für Hamburg, ne? Ja, hat es bei deiner Entscheidung eventuell auch die Rolle gespielt, denn du hast dich entschieden, quasi deine Profi-MMA-Karriere zu beenden, zu Hause in Hamburg das Ganze zu beenden? Ja, das ist natürlich noch ein Traum, ne? In Hamburg, vor X vielen Zuschauern, wer weiß, wie viel, also bei We Love ist es immer so, die machen meistens nicht die ganze Halle auf, die machen dann nur die Hälfte oder einen Teil von der Halle auf. Ich hoffe, dass sie dieses Mal genug Leute kriegen, dass sie mehr Halle öffnen können. Aber was wäre das was gibt es für einen schöneren Abschluss, als Champion zu werden in Hamburg, weißt du, und den Leuten dann zu sagen, okay, ich bin froh, dass ihr alle mich supportet habt, das war's jetzt. Dieses Mal war es aber auch wirklich, weil ich habe auch in dieser Vorbereitung gemerkt, so dieses, ja, durch meine Verletzung an meinem Bein, durch diese Machetengeschichte und alles, es ist halt sehr, sehr schwer für mich, sehr, sehr schwer für mich, grundlegende, einfache Sachen zu machen. Ne? So zum Beispiel einfach runterzugehen aufs Knie mit dem linken Bein, das ist fast nicht möglich, weil meine Zehen einfach so sind und sich nicht mehr beugen lassen. Und das ist halt schwer. Und diese Vorbereitung, jedes Mal an dieser Vorbereitung so dieses Blut lassen, weißt du, wie soll ich das sagen? Dieses Schmerzen haben und weinen und dies und das. Also ich meine, für die Jungs ist das einfach, für die Jungs, sagen wir mal Liegestütze. Liegestütze, wo du auf deinen Füßen, auf deinen Zehen so bist, ne, wo deine Zehe so ein bisschen sind, die sind für mich schmerzhaft. So, und für alle anderen ist das so in der Brust, die merken die Schmerzen in der Brust, aber für mich ist das am Bein schmerzhaft, weißt du? Und dann denke ich mir immer wieder, wie doll kannst du das noch machen? Natürlich, wenn ich jetzt diesen Kampf mache und es klappt und ich kriege ein geiles Angebot mit einem guten Gegner, wo ich sage, der Gegner ist überschaubar. Das ist der jetzige Gegner ja auch. Ja, man soll das jetzt nicht so sehen, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt hier der große Babbo und ich kämpfe irgendeinen 21-Jährigen.
Du, der Ergan 21er kommt und ich sehe nicht mal seine Hände mehr, glaube ich. Also der ist so schnell oder die sind so stark und schnell, dass die mich einfach, glaube ich, in der ersten Runde finishen würden. Aber das ist jetzt so ein bisschen auch, wie gesagt, der Gegner, der Daniel Makin, der hat's verdient, finde ich, so einen Kampf zu kriegen. Der hat jetzt 3 Siege und 3 Finishes in Folge gemacht. Dann noch gegen einen Jungen, den ich sehr, sehr gut leiden kann, der Simon. Ja, und deswegen habe ich gedacht, oh, wenn du es gegen Simon schaffst, ich habe ja nicht gedacht, dass er es gegen Simon schafft, wenn ich ehrlich bin. Ja. Dachte Aber ich auch nicht. als er es dann geschafft hat, habe ich gesagt, okay, der ist verdient. Der hat es Ja. verdient. Und für mich wäre es auch nochmal so ein Meilenstein, um zu gucken, ob es noch geht. Weil, wie gesagt, nach meiner Verletzung habe ich mir als ersten Gegner den Dimitrov damals ausgesucht. Das war schon grenzwertig, muss ich sagen. Also, weil der ist halt ein Ringer-Typ. Aber ich wusste, dass er nicht schnell genug ist, nicht schnell genug ist im Stand-up und dass er halt versucht, ihn wird nicht runterzuholen. Und wenn man das rechtzeitig irgendwie ja kontern kann, dann kann man da irgendwie das ganz gut machen. Also hat mir einen guten Gameplan, das hat alles funktioniert. Dann jetzt der zweite Gegner war der Carsten. Der war sogar noch ein bisschen älter als ich, weißt du? Sehr, sehr explosiv, auch nicht langsam, aber halt. Ja, wir nagen alle mit dem Alter so ein bisschen. Ich merke das ja auch. Ich merke das immer, es wird immer schwerer. Mit 40 waren anders als mit 41, mit 42 ist jetzt auch nochmal anders. Und wer weiß, was da mit 43 und 44 ist. Deswegen sage ich jetzt mal jetzt so, ich will mir diesen Gürtel jetzt noch holen. Dann wäre es, glaube ich, mein sechster Titel oder siebter? Sechster Titel, glaube ich. Und dann habe ich auch, dann reicht es für mich so. Dann habe ich mehr geschafft, als ich wollte. Wie gesagt, ich wollte diesen Sport nie professionell machen. Eigentlich war es nur einmal meinen kleinen Cousin rächen. Und daraus ist dann Liebe geworden. Daraus ist dann Liebe geworden. Und ja, ich werde oft immer noch am Käfig stehen. Das weiß jeder, weil dafür habe ich einfach zu viel Liebe für diesen Sport. Und ich habe mich ja auch entschieden. Man entscheidet sich auch für Sachen. Ne? Ich habe mich gegen Büro entschieden, für Gym, für durch diesen ganzen Scheiß durch. Irgendwie durchziehen. Und das werden wir jetzt, bis wir sterben, durchziehen. Geil. Dann haben wir auf jeden Fall deinen kleinen Cousin zu verdanken, dass er damals verloren hat, weil sonst wäre es wahrscheinlich auch kein Abeko geben, den erfolgreichen Profi-MMA-Kämpfer. So wie es Das stimmt, aussieht. das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt. Aber weißt du, so ein bisschen zum Erleichtern. Du hast gemeint, du bist ein bisschen limitiert, was deine Zehen angeht, also deinen Fuß und so. Es gibt es bei Octagon oder es gab es bei Octagon tatsächlich einen Kämpfer, den nennen wir in Tschechien Monster. Kennst du den? Der sagt mir jetzt so nichts, ne? Peter Monster Kniže nennen wir den, und der hat Ja. einen Unfall bei Judo gehabt, aber das sind schon, glaube ich, 15 Jahre her. Er hat sich am Knie verletzt, also irgendwie an Knochen, und er hat das nicht operieren lassen. Ne? Er Ja. kann seine Knie gar nicht beugen, nichts. Also sein Bein ist immer gerade, und Ja. damit hat er fast die ganze Karriere gekämpft. Also Krass. ja, und er hat tatsächlich um den Titel gekämpft bei Octagon in 77 Kilogramm. Und ich glaube, der ist jetzt 45 oder so. Also, Ja. das ist so eine Motivation oder so, halt möchte ich nochmal sagen. Der ist gut. Man braucht dich nicht motivieren, ich weiß. Aber ich will das nur zum Vergleichen, Ja. dass man halt auch mit solche, sage ich mal, auch damit kämpfen kann. Ja, Ne? Der kann, natürlich, aber natürlich. das ist, ich blende Aber das hier ey, ein zwischendurch. der wär für mich sogar noch so einer, also ich warte ja noch auf sowas. Wenn mir sagt, jetzt Octagon sagen würde, ey, komm, nochmal gegen ihn, so machen wir nochmal so ein kleines Grudge-Match, der eine hat kein Bein, der andere hat keinen Fuß, so nach dem Motto, so können wir auch nochmal machen, auch kein Problem, weißt du. Aber wie gesagt, mir geht es einfach darum, ich will keinem was wegnehmen mehr Ja, und ja. ich will mich auch nicht irgendwie reinschleichen, weil so. Das ist ein junger Mannsport. So ist es einfach. Und du kannst da versuchen, mit 43 noch was zu reißen. Es ist aber nicht einfacher. Sagen wir mal so. Es ist auf jeden Fall schwerer als mit 21. Und wie gesagt, wenn man gute Gegner hat, die im gleichen Alter sind, die eventuell auch sogar noch eine Verletzung haben oder irgendwas, dann bin ich immer gern bereit, das zu machen. Aber es braucht mir jetzt keiner, so zum Beispiel so ein Mukoyoko. Den ich auch gern mag, das ist eigentlich auch ein Kumpel von mir, wir hatten uns mal gebrieft, jetzt wegen Kämpfen, das gehört auch dazu. Aber für so, den habe ich es versprochen, für den würde ich es eventuell dann nochmal machen, dass wir nochmal das Ding endlich zu Ende bringen. Aber sonst ist es so,
Ich brauche mir keinen 20-Jährigen dahinstellen, weil, so, wie gesagt, ich fand es auch damals schade, wenn die UFC macht das ja ganz gerne, dass sie ihre Stars dann am Ende gegen irgendeinen neuen Star eintauschen. Das Ja. war damals, wollten sie es mit Diaz machen. Diaz sollte ja gegen Hamzat kämpfen. Da habe ich auch gesagt, wow, was, So wozu nimmt man Quatsch. eine Legende, wozu will man so eine Legende so auseinandernehmen, weißt du? Ja, Das ist weil einfach Quatsch. er wahrscheinlich bei BFL damals, ne, unterschreiben wollte oder unterschrieben hat, dann haben die Ja, gesagt, das ist okay, halt hier wieder kriegst Dana. du. Dana macht halt immer komische Sachen dann bei solchen Sachen. Ja. Da ist er so ein bisschen da. Das ist so sein Frauen-Move, weißt du? Dana ist ja so ein Ja, bisschen ja, hinterfotzig. Das ist so sein Frauen-Move, die er dann immer durchzieht. ja. Aber ja, so Legenden. Ich finde das ganz anders. Also ich finde es wie bei, müsste es aufbauen wie bei Pride FC oder irgendwas. Die Legenden, die kannst du immer mal wieder reinschmeißen. Die musst du jetzt nicht gegen die Besten reinballern. Aber selbst wenn sie mal verlieren, ne, dann ist es nicht so, okay, du musst ihn von der Karte schmeißen oder so, weil ey, die haben ihre Daseinsberechtigung alleine, weil sie länger da waren als alle anderen. Hundertprozentig, hundertprozentig. Deswegen, wie gesagt, ich sage nicht, dass das das letzte Mal ist, aber ich möchte mir auf jeden Fall diesen Titel holen gegen Daniel Makin. Und dann sage ich zu 99% war es das. Wie gesagt, wenn irgendeiner im gleichen Alter und der spannend ist, dann bin ich immer Ja. bereit, da nochmal was zu machen. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, okay. Weil es ist ja auch so, als Flaggschiff, so bei mir im Gym, ich bin sozusagen der Daddy, musst du den anderen Jungs auch einmal mal die Möglichkeit geben. Ne? Und jetzt meine Vorbereitung, jetzt die ganze Woche habe ich kein Training gegeben, weil ich mir noch ein bisschen, weil ich das ganz vergessen habe mit diesem Weight, mit dieser Waage bei ReLove. Dass ReLove ja einen Tag vorher war, also nicht einen Tag vorher Waage hat, sondern am gleichen Tag ist. Und deswegen muss ich Ein jetzt nochmal Kampftag. extrem, extrem Gewicht machen. Habe ich jetzt aber geschafft, Gott sei Dank. Also seit heute steht das Gewicht. Jetzt ist es eigentlich nur, ja, versuchen, das Gewicht zu halten, gute Sachen reinzukriegen wieder in den Körper und dann Samstag maximal fit in den Kampf zu gehen. Ja. Okay, jetzt angenommen, du hast gesagt 99%, das ist schon fast so wie sicher. Aber jetzt angenommen, am Samstag nimmst du dir den Titel und Das mache ich dann, so oder so. genau, also angenommen, das wollte ich auch hören, auf jeden Fall. Aber was ich sagen wollte jetzt, wenn du den Titel gewinnst, wie kannst du dir dann die Woche darauf vorstellen? So, nach dem Motto, wirst du dich noch aktiv halten oder wirst du jetzt einfach sagen, ey, jetzt kümmere ich mich einfach um meine Jungs, ich habe meinen Körper schon genug gequält. Wie sieht's der Plan dann aus? Also, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon sagen darf. Ich habe Naja. ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, weil das ist noch nichts unterschrieben. Der Wahid Nejad, der wird wahrscheinlich, der ist leider jetzt gerade ein bisschen angeschlagen. Der sollte eigentlich gegen den Royomba ran. Das hat leider jetzt nicht funktioniert. Oh, das wäre ein geiler Kampf. Aber jetzt haben wir einen besseren Kampf meinerseits im April. Da kann ich nur sagen, er kämpft gegen jemanden, Gut ist. Der letzte Ja. Mal auch auf seiner Veranstaltung gekämpft hat und der nach Wahrheit gekämpft hat. Ja, eigentlich Okay. gibt's schon alles zu sagen. Der eine kämpft eh diese Woche und der andere ist, Geil. Geile ja, Sache. und da wird es dann wahrscheinlich ums Gold gehen und das wird spannend. Hammer, Hammer. Also dann wirst du dich quasi fokussieren auf die Jungs, die du da in deinem Gym hast. Denn du hast nicht Genau. nur Wahe, du hast noch Enrico da am Ich Start. habe noch so, wie gesagt, ich habe unzählige von Amateuren, die immer stärker werden, die jetzt auch langsam zu den Profis wechseln wollen. Dann habe ich, wie gesagt, Enrico Mochorowski, Wahid Nejad und, wie gesagt, unzählige andere Jungs, wo noch keiner jetzt die Namen weiß. Ich habe noch, der Ruben will jetzt nochmal wieder rein. Ruben Wolf. Ruben Wolf will es nochmal wissen. Genau, müssen wir auch nochmal Ein gucken, geiler Typ. wie wir das machen. Ja, der will es, ja, aber das ist ja, was ich sage. Ne? Die sehen dann, wenn ich da irgendwie um 9 Uhr morgens das Gym aufschließe und für mich 2,5 Stunden da mit am Arbeiten bin und hier und da, dann gucken die mich an und sagen die, ey, wieso machst du das überhaupt noch? Und dann ich so, weil ich es brauche und weil ich es liebe. Aber eigentlich eher, weil ich brauche das für meinen Kopf. So, Aha, das ist ja. eigentlich nur für meinen Kopf, weißt du? Und so, Ich kenne das. Dann so jetzt eine Gewichts. angenommen, 2 Tage solltest du, sorry, so, ich weiß, was du meinst. So 2 Tage, wenn du jetzt den Gym zumachst, dann sitzt du so zu Hause und denkst du, Scheiße, was mache ich eigentlich hier? So nach dem Motto, eigentlich Ja, sollte ich das und das machen, dann bist du unruhig. Du bist Workaholiker, glaube ich.
Ne? Sobald du Nein, zur nicht Ruhe kommst, Workaholic, aber ich mache, was nicht? ich liebe. Ich mache absolut, was ich Okay. liebe. Ich habe, also, ich liebe das, was ich mache. Diesen Mhm. Sport, alles darum. Weißt du, deswegen bin ich so froh mit diesem Gym und dass ich da mein Geld mit verdiene, fest und Vollzeit. Das ist natürlich auch ein Vorteil jetzt für diese Vorbereitung, dass man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste noch irgendwie 8, 9 Stunden arbeiten davor und dann noch Vorbereitung machen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das mit meiner Verletzung, sage ich dir ganz ehrlich, nicht zu schaffen, nicht zu schaffen. Oh, Puna ist Ja. wieder wach. Verstehe ich vollkommen. Okay, Na, Abeku. Beko, hallo. Ich glaube, wir machen langsam aber sicher Schluss, denn du siehst auch Ja, schon ein bisschen müde aus. ich bin total Und müde. Also wie gesagt, ich kann, ich weiß ja nicht, wann dieses Format rauskommt, vor Relauf oder nach Relauf. vor. Auf jeden Fall Ja, vor. also Ja. ja, also wie gesagt, es ist jetzt nicht ohne gewesen, aber es war jetzt auch nicht, dass es jetzt ein Todesurteil für mich war. Aber ich stand letzte Woche noch mit 86 Kilo auf der Waage. Und habe Alter gedacht, Schwede. so, okay, jetzt fangen wir das Wassertrinken an. Weil ich kann sehr gut cutten. Ne? Das kann ich sehr, sehr gut. Also ich kann auch mit 70 Kilo da rauskommen am Ende der Geschichte. Aber ich brauche diesen Wassercut. Ne? Und am gleichen Tag, Alter, würde ich jetzt ungern Badewanne und sowas machen. Weil die Mineralien kriegst du nicht wieder rein. Das heißt, ich habe jetzt richtig gearbeitet. Also jetzt die letzten 2 Tage habe ich richtig gearbeitet, habe ich meine 6000 Kalorien verballert, weißt du? 7000 Kalorien habe ich im Gym gelassen, 400 gegessen, komplett Defizit gehabt. Deswegen jetzt auch noch so. Am Morgen gehe ich auf die Waage, würde ich, denke ich, habe ich mein Gewicht schon. Ich kann das jetzt nicht Also einschätzen, weil ich noch am diese 10 Liter Donnerstag. Wasser trinke. Genau, morgen werde ich das Gewicht haben. Ich denke mal, wenn ich Glück habe, bin ich 1 Kilo unter dem Gewicht und dann kann ich anfangen, mich für die Waage hochzuessen, weil es ist halt ein Unterschied, ob man aufladen kann oder ob man auf die Uhr muss und rein. Da sollte man Ja. schon vorbereitet sein und ja, Definitiv, ja. wir geben unser Ja, Bestes, ja, das jetzt ja. noch zu wuppen, aber ich gehe davon aus, dass wir das machen werden. Schade, dass du wieder nicht dabei bist. Ich würde gerne, ich habe immer gesagt, hoffentlich Shit. kommst du mal da, ja, Ey, weil ich wäre so gerne dabei, aber Hamburg ist schon vor halber Welt von tja, dann mir. musst du nochmal mit, dann hol dann Typen da, war das was hast du gesagt? Tscheche aus Oktogon, der mit dem kaputten Knie? Ja, Tscheche, Tscheche, ja. Ja, vielleicht schafft man noch. Ich bin da, sage ich mal, optimistisch. Also, ich denke, obwohl bei dir würde ich das glauben, wenn du sagst, nein, jetzt höre ich auf, dann höre ich auf, aber ich habe das schon Nein, oft wie gesagt, gehört. also ich höre auf jetzt für diese 0815-Kämpfe, sage ich, bin ich raus. Verstehe ich, Ne? Wenn mir jetzt einer sagt, ey, da ist einer, der ist auch in dem Alter, der ist auch verletzt, der hat eigentlich Bock auf diesen Sport, aber er kann einfach nicht mehr so geben wie davor. Ja, Weißt du? Das ist ja nicht, verständlich, dass ja. ich nicht, es ist ja nicht, dass ich nicht möchte, es ist einfach Das nicht ist auf möglich. Augenhöhe, ja. Ja, Also es ist einfach altermäßig nicht, Skills. genau. Wie gesagt, mit der Verletzung, die ich auf meinem linken Bein habe, das unterschätzen immer auch die meisten. Selbst meine Jungs, die meine Verletzung kennen, die denken ab und zu, ey, wie du es immer machst, ich kann mir nicht vorstellen, dass es verletzt ist, weißt du? Aber ihr müsst euch Ja. vorstellen, es ist einfach, wenn du kennst das, wenn dein Bein eingeschlagen ist, komplett eingeschlafen der Fuß, so ist dieses Gefühl, weißt du? Scheiße. Einfach so ein Step ins Nichts und es ist einfach nicht einfach und wie gesagt, deswegen, ich habe auch zu viel Familie dafür, weil andere vorzubereiten ist so eine Sache. Du gibst denen sozusagen deren Grundbasis, deren Plan. Du gibst denen zum Not einen Gymschlüssel, sagst, um 9 Uhr möchte ich, dass du 30 Minuten aufs Laufband gehst, 20 Minuten Seil springst, dann 5 Runden à 5 Minuten Sandsack machst oder beziehungsweise davor Schattenboxen, 5 Runden à 5 Minuten, danach 5 Runden à 3 Minuten nochmal Sandsack. Dann komme ich irgendwann, mach mit dir Pratze, guck, wo deine Hände sind, wenn du schlägst. So, da hat jeder sein Timetable, weißt du? Aber vorbereiten selber ist einfach 24/7. 24/7. Es geht immer irgendwas. Wir müssen am Ring arbeiten, wir müssen an den Kicks arbeiten, wir müssen an der Kondition arbeiten, wir müssen am, keine Ahnung, am irgendwas muss immer gearbeitet werden. Und egal wie du es reißt, wenn ich eine Vorbereitung mache, gehe ich ins Gym um 9 und verlasse das Gym um 9 oder irgendwas, weißt du? Krass. Und wie gesagt, ich habe auch Familie und Fokus. Das muss man auch respektieren, weißt du? Das gehört auch alles dazu.
Definitiv. Ich musste noch Alles mal kurz im ein. Leben hat seine Zeit, weißt du doch. Alles im Leben hat seine Zeit. Alles zu seiner Zeit, definitiv. Ich musste noch mal kurz grinsen, weil du sagst 30 Minuten Laufbahn, dann 20 Minuten Seil, dann das. Ich denke mir, Alter, bei 30 Minuten Laufbahn wäre ich schon wahrscheinlich tot. Mit meiner aktuellen Kondi. Ich bin gestern nicht schnell gelaufen, aber gestern bin ich 2,5 Stunden auf dem Laufband gewesen. Oh Gott. Ja. Und Sollte ich langsam anfangen, eineinhalb Laufbahn zu Stunden auf dem machen. Fahrrad, ey, ja. Puha, okay. Aber cool, ich glaube, du machst mir einen Trainingsplan und ich schaffe auch 85 Kilo. Ich habe ja schon gehört, du kämpfst ja nochmal deinen Boxkampf. Ich habe Ach, auf Gefällt das. mir geklickt. Ja, alle wollen das haben. Also tatsächlich gibt es nur ein Also paar Menschen. ich möchte natürlich nicht, dass du in die Schnauze kriegst. Nein, Aber also es ist so Freundschaftskampf. Ich werde herausgefordert von meinem Kumpel. Er möchte das ja. haben. Ey, das ist so eine freaky Situation gewesen. Wir sind einfach nach Hause gefahren von Köln. Das ist mein Kameramann. Und er hat früher geboxt. Er sagt schon, du suchst Ausreden. Ich suche keine Ausreden. Er hat einfach mal früher ein bisschen geboxt. Und dann fahren wir mit einem, sage ich mal, auch Legende aus meiner Stadt, aus Karlsruhe, was MMA angeht. Heißt Sebastian Heil. Er ist sehr bekannt in meiner Ja. Stadt. Hat bei M1 Global auch gekämpft und so. Und dann fahren wir einfach nach Hause und sagte, ey Jakob, nee, wir haben Tankstelle, kurz Pause gemacht. Wir sind kurz aufs Klo und stehen wir am Parkplatz und er versucht so ein paar Moves bei mir. Habe ich gesagt, mach das nicht bei mir, Bro. So nach dem Motto, weißt du, so ein bisschen Trash-Talk. Hat er gesagt, hey, wie findest du die Idee, dass wir uns beide fetzen? Und ich so, wie meinst du das Fetzen? Ja, einfach mal ein bisschen kämpfen. So, hey, aber ich habe gesagt, nein, Alter, hör doch auf, hey. Ich arbeite jeden Tag Gastro, ich will nicht mit blauem Auge rumlaufen und so. Dann sagt er, hey, du traust dir das nicht zu? Du sagst immer Herausforderung, Herausforderung. Und habe ich gesagt, ja, hast du recht. Okay, dann nehme ich an. Weißt du, und der sofort so hat angefangen. Dann kamen wir nach Hause, hatte so Stories gepostet. Ja, es reicht. Du drückst dich weg von mir und so nach dem Motto, weißt du. Und habe ich gesagt, okay, dann machen wir das einfach so aus Spaß. Bisschen trainieren. Er will ohne Training, aber ich habe gesagt, ich will, dass es auch vernünftig aussieht und nicht so halabala. Weißt du, was ich meine? So bisschen Vorbereitung muss schon sein. Ja, ein bisschen muss man sich auf sowas vorbereiten. Also komplett Ja, ohne ja. Training ist es einfach Spaß. Nein, ich möchte mich auch nicht da irgendwie verletzen oder so, weißt du? Ich Aber komm vorbei, möchte. wir machen Sparring. Okay. Ich bin letztens durch Hamburg gefahren und dachte ich so, hey, soll ich hier ein bisschen aufsteigen oder nicht? Nächstes Hättest du Mal. gerne vorbeikommen können? Immer, Ja, immer. Du bist doch immer mache herzlich ich. willkommen bei uns. Wir werden ganz sicher irgendwie mal nach Hamburg schaffen und dann machen wir auch ein cooles Vlog von Hamburg, machen wir ein bisschen Tag mit Abeku Afur oder so, weißt du, kann man machen. Gerne. Und dann auch Ja. ein vernünftiges Interview vor Ort, irgendwas essen, trinken, das kann man machen. Aber Oh, Essen und Trinken ist das, was ich mir, also am meisten vermisse ich Süßigkeiten. das glaube Also ich das dir. erste nach dem Kampf, ne, gebe ich mir ein richtig schönes Snickers, ey. Da habe ich Geil. richtig Bock drauf. Alter, Geil. Süßigkeiten. Ich liebe Süßigkeiten. Ich bin so ein Süßigkeiten-Fanatiker, ne? Und diese 1,5 Wochen oder manchmal auch länger ohne Süßigkeiten, das ist die größte Katastrophe. Und das Schlimmste ist wahrscheinlich, du hast auch Kiddies, ne? Die essen Die und essen die du ganze so, Zeit. Die essen die oh ganze Gott, Zeit. so nach dem Motto, Hey. ich würde schon allein nur deine Finger ablecken. So geil. Ich weiß nicht, ob man das sehen Oh, kann. ja, Kakao, 99%. Geil, Linde. Ja, Hammer. hat fast keinen Salz, hat fast keinen Zucker. Ich nehme mir jeden Tag so ein kleines Stück und lutsche das einfach nur. Geil. Das ist so. Ich mache lieber 30 Minuten länger Fahrrad. Das ist wahrscheinlich Highlight des Tages, oder? Das ist mein Highlight. Ey, die sagen, ey, du musst fast 30 Minuten Fahrrad fahren dafür. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Um 12, kurz bevor ich schlafen gehe, So nehme ich geil. mir dieses Ding Ja, Mann. und Und dann ist dann alles Chico. kannst du ruhig schlafen, ja. Dann kann ich relaxen. Also Süßigkeitenboy war ich immer. Ja. Hammer. Also, wie gesagt, so, um das nochmal nicht zu lang zu machen, Yes. Leute, schön, dass ihr alle zugeguckt habt. Seid dabei. 25.11., das ist diesen Samstag, Real Love in Hamburg in der Barclaycard Arena. Da werde ich gegen Daniel Mackin kämpfen, den Mann aus Hannover, den Mann aus dem Lee Gym, der Trainer aus dem Lee Gym. Wird eine geile Schlacht werden. Er hat es verdient, ich habe es verdient. Lass uns gucken, wie es da ausgeht. Kommt alle vorbei, lasst Yes. uns richtig Stimmung machen. Yes, wir freuen uns auf jeden Fall am Samstag. Das wird definitiv ein fairer Kampf sein. Barclays Arena, Will of MMA 68 in Einschalten, Hamburg. einschalten und danach gucken wir weiter, wie es weitergeht. Yes, das war Abekuaful. Danke, Leute. Hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt stark. Yes, Abekuaful. Os.